Hello and welcome back on the X-Hein stage at this very strange RC3. Hallo und herzlich willkommen auf der X-Hein Bühne. Das ist ziemlich merkwürdig hier. Wir sind jetzt auf am zweiten Tag und der nächste Talk ist von Afrika und Saat. Und wir sprechen darüber, wie man kritisches Denken zu eurem Making, zu eurem Schaffensprozess hinzufügen kann. Es gab einen Talk vor 2 Jahren auf 35C3, wo als wir uns immer noch in der Lage waren, uns in Person zu treffen, über dieses Thema. Und dieser Talk ist jetzt ein Nachfolger dieses Talks, eine Erweiterung dieses Talks. Und die Bühne gehörte dir. Hallo, vielen Dank, Karl. Vielen Dank. Danke, dass er uns hier aufnimmt. Hier im Baum in X-Hein. Also, es ist großartig, hier zu sein. Es ist großartig, dass ihr alle hier zuschaut im Stream. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder in den Bäumen von Angesicht zu Angesicht treffen können. Also, ich bin Afrika. Ich bin Teil des Global Innovation Gathering, eine große weltweite Gemeinschaft, die eine Art globale Erfa, MCC als Erfahrungsaustauschkreis steht. Also wir sind auch ein Erfahrungsaustauschkreis in gewisser Hinsicht. Und hier ist Saat, der auch zu dieser Gesellschaft, zu diesem Netzwerk gehört aus Singapur. Und möchtest du ein bisschen was zu dir selbst sagen? Ja. Hallo, ich komme aus Singapur. Wir haben letztes Jahr einen kleinen Talk gehabt über kritisches Denken und kritisches Machen, kritisches Making. Und die Antworten, die wir bekommen haben, die Reaktionen, die wir bekommen haben, waren wirklich, wirklich groß. Gathering. Und also mein Hintergrund ist, ich bin eine technische Person. Ich habe ein kleines Startup in Singapur. Ich helfe mit Makerspaces aus. Und ich bin ein Kaffeesnob. Oder Coffee Geek, wie andere sagen. Hm? Sehr schön. Ich glaube, einige Leute im Stream sehen bereits unsere Folien. Wir sind in der ersten Folie. In der zweiten Folie seht ihr ein Bild einer tatsächlichen Bühne, auf einem tatsächlichen Kongress, wo Virginia und Saat letztes Jahr den Begriff kritisches Making definiert haben. Also vor 2 Jahren, also gestern, also vor der Pandemie, also vor 100 Jahren. Also das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben es definiert als kritisches Denken zum Maken, zum Schaffen hinzuzufügen. Und es gibt es wahrscheinlich hunderte andere Definitionen, die ich sagen möchte. Und was die Idee am besten wiedergibt, ist, wir wollen etwas bauen, was eine Bedeutung hat, sinnvoll ist und für den Kontext, in dem du bist und in den Definitionsänderungen und je weiter ihr da reingeht, desto mehr Sinn sollte es haben, desto mehr Purpose soll es haben. Und wenn man darüber nachdenkt, wie das Leuten helfen kann, dann die Personalisierung, und das ist der Kern des Ganzen und die Definition von kritischem Schaffen, Critical Making. Ja, das ist eine sehr einfach verständliche Erklärung, ist auch ein akademisches Konzept. Und deswegen bin ich interessiert in dieses gesamte Konzept und die verschiedenen Bereiche von kritischem Schaffen, Critical Making. Ich empfehle stark, oder Saat empfiehlt, aber ich empfehle euch, den Talk von Regina und Saat anzuschauen. Er ist ungefähr eine Stunde lang und es ist ein sehr allumfassender Betrachtung dieses Themas.
Und heute, glaube ich, werden wir uns darauf fokussieren, was seitdem passiert ist und was dahinter dem Konzept steht. Die dritte Folie hier, sehen wir eines der Fotos, was auch in dem Talk damals, in dem Vortrag damals gezeigt wurde, über Informationssammeln, als wir uns wirklich physisch noch sammeln konnten, mit dem großen blauen mobilen Labor. Der Werkstatt. Ich möchte ein paar Minuten darüber sprechen, was seit dem letzten Treffen passiert ist und was in der Pandemie in Bezug auf kritisches Schaffen, Critical Making passiert ist, wie es sich weiterentwickelt hat und wie es von außen betrachtet wurde. Was würdest du sagen? Ja, ich glaube, wir haben einen phänomenalen Empfang global gesehen. Auf der ganzen Welt haben Makers und Schaffende durch die Pandemie neue Sichtbarkeit bekommen. Da ist ein großes Potenzial in dieser Reaktion darauf. Aber wenn wir uns erinnern daran, wie es vor uns vor einem Jahr, und ich weiß, die Zeit ist kaputt wegen Corona, aber wenn man zurückdenkt, da war zum Beispiel die Sicherheits- und Schutzmasken waren knapp und Leute haben diese Situation genutzt, um sich einzubringen. Es waren nicht nur so soziale Arbeiter, es waren alle Menschen, die irgendwie Fähigkeiten oder Wissen hatten, haben Wege gefunden, sich einzubringen und zu partizipieren. Und das passierte auf einer weltweiten Basis, nicht nur mit der Verfügbarkeit für Schutzausrüstung, sondern auch so, dass Leute, die zum Beispiel 3D-Drucker oder andere Fabrikationsprozesse kannten, haben versucht, diese Fähigkeit zu adaptieren auf das, was gebraucht wurde. Und es ist sehr beeindruckend, dass das auf einer weltweiten Basis passiert ist und dass wir uns dadurch auch verbunden haben. All diese Anpassungen und diese digitalen Verschiebungen oder Verschiebungen ins Digitale, was unsere Treffen und Abkehr von den physischen Treffen passiert ist. Und ich vermisse das sehr. Und ich freue mich schon auf eine Zeit, wenn wir uns wieder physisch treffen können. Also ich bin immer noch optimistisch, aber wir sind doch nicht über den Berg. Und die Pandemie ist immer noch sehr real und wir immer noch umgehen müssen. Aber um deine Frage zu beantworten, was sich geändert hat seitdem, mein Gefühl ist, dass die Menschen sind involvierter. Menschen, die sonst eher isoliert in ihren produzierenden Maker-Bubbles oder Echo-Kammern oder den Tech-Kammern sind jetzt mehr erkannt und eine Art berühmter aufgrund ihrer Fähigkeiten und sozial verbunden. Und ich würde in der Zukunft gerne diese Potenziale noch mehr geschöpft sehen. Ja, definitiv. Und ich glaube, der Ort, in dem wir sind, der Exheim Maker und Hackerspace, es war auf der war ganz vorne mit dabei, so wie viele andere Spaces in Deutschland, um genau diese Schutzausrüstung zu produzieren. Und um uns herum sieht man viele kleine Figürchen und Yoda-Köpfe, andere Sachen, die Spaß zum Schaffen und Making hinzufügen und auch dafür genutzt werden, um auszubilden und Wissen zu teilen, welche Werkzeuge benutzt werden. Und wenn man sich anschaut, was ihr in Singapur mit der Maker-Prozess schafft für Kinder mit Behinderungen, was ihr auch in dem Talk letzten Mal schon gesagt habt, wo sie mit großen Knöpfen interagieren können, statt mit kleinen Knöpfen oder kleinen Sachen, die sie kaum anfassen können, ist das natürlich auch ein Prozess, der viel Freude bringt. Und um auch gegen eine Pandemie zu agieren oder zu helfen, ist ein bisschen, hat das Ganze ein bisschen mehr in den Fokus des Mainstreams, der Allgemeinheit gebracht. Oder zumindest für eine Zeit war es so. Aber es ist sehr
eine Bewegung oder sehr bewegend, dem zu beizuwohnen und da teilzuhaben. Was wir oft machen, das ist die nächste Folie, ist, wir einen Horizont 2020 Vorschlag produzieren, also etwas, was wir tun wollen, und das ist also meine Arbeit. Dass wir die Menschen, dass wir Geld oder Finanzierung hereinholen in den letzten Jahren, um weiteren Forschung und Kollaboration mit Wissenschaftlern und der Zivilgesellschaft und in der Lage sind, global an einem Problem oder einem Projekt zu arbeiten oder an einem bestimmten Thema. Und in dieser Verrücktheit von der Pandemie haben wir gesehen, dass kritisches Schaffen, also Critical Making, eine sehr effektive Art ist, das beizutragen als Netzwerk, aber auch um mit Regner zu interagieren oder die anderen Organisationen, die hier abgebildet sind, Wiki Factory, die Plattform für Makers, wo Menschen, die schaffen, ihre Rezepte und ihre Anleitungen teilen können. Das Zentrum für soziale Innovation in Österreich, auch VTT aus Finnland, die dieses Projekt zusammen durchgeführt haben, das dann auch angenommen wurde von der Europäischen Union. Darüber sind wir sehr glücklich und sehr dankbar, um hier Unterstützung für unsere Forschung im kritischen Machen, kritischen Schaffen zu erhalten. Das war nach dem letzten Kongress, wo wir diesen Antrag geschrieben haben. Is to help maker communities to work with anyone to contribute to open source innovation. And so from these very complex like research frameworks that okay, sorry, hier gerade aus der Übersetzerkabine, wir haben technische Schwierigkeiten, wir sind in ein paar Sekunden zurückkommlich. Die verantwortliche Antworten und die nachhaltigen Ressourcen, die sich sehr gut verbinden mit den Werten, die wir haben wollen für oder zu denen wir beide beisteuern wollen, Offenheit, Inklusivität. Also haben wir ein paar der Sachen ausgewählt, zum Beispiel Geschlechtergleichheit und was wir junge Talente nennen. Bei solchen Anträgen muss man das immer irgendwie cool benennen, damit die Geldgeber das gut finden. Und wir haben auch Offenheit, also Openness ausgewählt als breiter und allgemeiner Terminus, in dem wir forschen wollen. Und heute möchte ich euch zeigen ein bisschen davon, was wir bereits geschafft haben, weil wir sind jetzt am Ende des ersten Jahres des Projektes. Und ich möchte ein bisschen zeigen, was wir bisher geschafft haben. Also hier, um einen kleinen Einblick zu machen, was wir in dem geschlechterspezifischen Teil gemacht haben. Wir haben mit verschiedenen Orten gearbeitet. In mehreren Ländern. Und ich habe ja zwei Beispiele mitgebracht von Fallstudien, die bald publiziert werden, über verschiedene Spaces hier. Zum einen in Österreich. Und es gibt viele, viele andere noch. Ich bin sehr aufgeregt hier in Exxon. Und es ist sehr hübsch hier. Natürlich, wenn man über Gender nachdenkt, glauben viele Leute, dass es nur darum geht, dass Frauen, Mädchen in Makerspaces gefördert und zugelassen werden. Aber in Wirklichkeit geht es um das komplette Spektrum, die kompletten Verschiedenheiten von Spektrum, dass wirklich jeder einen angenehmen Space vorhat, egal ob jetzt männlich, weiblich oder alles andere. Und in diesem speziellen Fall ist es so schön, über X-Sign und die jetzt nicht sagen wollen, wir sind jetzt nur für Frauen oder nur für einen besonderen Typ von Nerd, sondern wir möchten wirklich inklusiv und sicher für alle sein. Das sind jetzt lauter kleine Beispiele hier und online findet ihr mehr.
unsere Milestones, unsere Deliverables, die wir an die Europäische Union berichten müssen. Dann nehmen wir kleine Abschnitte davon und publizieren die davon in einem eher auf Menschen ausgelegten Format zu interagieren. Dass es also leichter zu lesen ist als ein entsprechender Report an die Förderagentur. So, und in Folie 9 haben wir junge Talente. Es geht also um die Ausbildung von Makern, als Maker von jungen Leuten. Und im nächsten Bild hier geht es also um Maßnahmen, um junge Leute in die Maker-Community zu integrieren. Und das hier ist also eine Übersicht über Deutschland und wir haben vor, das auch für anderen Länge zu machen. Und dieser Teil des Projekts kann man bereits als vollständigen Report runterladen. Aber ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren, dass ihr, wenn ihr in den nächsten Schritten beitragen wollt. Und der Teil im nächsten Slide, im nächsten Folie ist die Offenheit. Das ist das, worüber ich ein bisschen mehr erzählen möchte, weil das der Bereich ist, wo wir am meisten zusammenarbeiten in dem Bereich. Also über die Offenheit seht ihr jetzt im nächsten Slide. Gab es also einen entsprechenden akademischen Artikel hier, eine Literaturrecherche über die Offenheitspraktiken in globalen Maker Movement. Aber wir sind jetzt auch gerade dabei, Vorträge wie diesen hier zu halten, darüber, was wir da rausgefunden haben. Also wir oder die entsprechenden Kollegen von uns, die die Literaturstücke gemacht haben. Also ihr seht jetzt im nächsten Folie, seht ihr Bereich Zugänglichkeit, Accessibility. Also es gibt diesen Begriff der Offenheit, der unser Kernwerte ist, unsere grundlegenden Werte. Wie aber auch alle wisst, wahrscheinlich gibt es viele, viele verschiedene Arten, dieses Wort zu interpretieren. So, wir können zum Beispiel über offene Hardware sprechen. Das ist natürlich eine der offensichtlichsten für euch, die hier alle hier zuschaut, weil es auch etwas ist, was auf dem wir auf dem Chaos Congress sehr oft von sprechen. Zu teilen, was man macht, teilen, was man erstellt, Repositories zu öffnen für alle, sehr einfache Sachen zu machen, Dinge anpassen zu können, Dinge für sich selbst anpassen zu können. Das ist also ein ganz wichtiger Teil von offener Hardware. Dann fanden wir aber auch andere Aspekte, die in dieser Literatur recht oft vorkommen. Offenheit kann zum Beispiel auch gelesen werden als Inklusion oder Leute dazu ermächtigen, Leute die Möglichkeiten dafür zu geben, generelle Anwender, Minderheiten sehr viel. Alle Arten von Inklusion und also alle Arten, die man denken könnt, zum Beispiel die Hacker-Ethik gehen da sehr stark rein, aber ist vielleicht nicht das, worüber wir sehr nachdenken. Aber was aber auch sehr wichtig ist, ist das ökonomische Wachstum in einer globalen Skala. Wir haben also offene Geschäftsmodelle, Offenheit in den Geschäftsmodellen, viel Innovation, starke Innovation und in dem Bereich. Und das zeigt bereits, dass da viele Potenzial für Spannungen ist. Die Spannung, die wir da gesehen haben, die Reibung, die wir gesehen haben, ist, es gibt viele Spannungen zwischen unterschiedlichen ökonomischen Standpunkten. Zum Beispiel gibt es Leute, manche Leute wollen das mehr für aus freizeitlichen Gründen machen oder sogar aus antikapitalistischen Gründen, was ein gewisses Spannungspotenzial bietet, das man angehen muss. Dann gibt es Spannungen, die kommen,
Ob man das Ganze als revolutionäre Bewegung betrachtet, als die Zukunft formen wird, also die große Veränderungen für die Zukunft bringen muss, zum Beispiel gegenüber dem kapitalistischen System. Und dann gibt es natürlich die Spannungen, wenn auch das wenigstens wichtigste, die Spannung zwischen einer individuellen Sicht, individuellen Interessen versus kollektiven, kollektivistischen Ausrichtungen. Mache ich das, was gut für mich ist? Mache ich das, was gut für die Gesellschaft ist? Was natürlich auch wichtig ist, dass man das Ganze als Diskussionspunkt betrachtet. Das sind also die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir gefunden haben, in diesem Artikel. Natürlich nicht alle, also bitte liest diesen Artikel, da ist natürlich noch viel mehr drin. Möchtest du etwas sagen, dazu hinzufügen, Saad? Du bringst also natürlich noch mehr Beispiele dafür. Diese sehr praktische Ansätze in der Akademie, die auch Regina und mit der akademischen Community, das ist etwas unklarer dort, darüber kann ich nicht so sprechen, aber um hinzuzufügen, was du schon gesagt hast, oder darauf einzugehen, ich glaube, die Natur unserer Arbeit ist sehr haptisch und es führt oft zu Widerständen oder Restriktionen, die jetzt in der Pandemie vor allem eingeführt wurden. Und ich hoffe daher, dass wir mehr Beispiele finden, wie Menschen mit einem konstruktiveren Ansatz daran herangehen werden, weil wir haben davon schon Beispiele gesehen in der Pandemie und vieles davon ist taucht es auf, auch in dem Verständnis und in der Vorstellung von Menschen. Leute, die sonst vielleicht nicht so involviert sind in einem Ort, wo ich arbeite, sind wir sehr davon freiwilligen abhängig. Man macht ja etwas einmal in der Woche oder am Wochenende ehrenamtlich und wir sehen sie immer mal wieder, die Freiwilligen, aber in der letzten Zeit haben wir gesehen, dass die Freiwilligen oder die Ehrenamtlichen sich mit einer ganz anderen Vorstellung und Anspruch der Arbeit widmen. Es ist ein bisschen motivierter, habe ich das Gefühl, und die Arbeit, die wir machen in der Vergangenheit, ist auch offener und man hat das Ideal zu teilen und das, was andere Menschen gemacht haben, zu analysieren und zu reproduzieren. Und das wird mehr begrüßt von den Ehrenamtlichen oder den Freiwilligen. Es ist nicht so sehr eine fremde Idee, wo man den Leuten erst erklären muss. Und in der indischen Kultur ist es, glaube ich, auch ein bisschen wichtiger, diesen Verständnis herzustellen und diese Annahmebereitschaft. Aber es ist sehr beeindruckend, finde ich. Vielleicht ist es nur meine Idee, aber die Vorstellung der Leute ändert sich und die Leute sind offener und teilen eher, was sie erreicht haben und warten nicht erst, bis etwas funktioniert und teilen es dann. Also der Prozess ist viel offener. Und mit der asiatischen Sensibilität teilt man oft nicht den Weg dorthin. Man behält es eher für sich selber oder nur in einem sehr engen Kreis und es wird nie dokumentiert oder geteilt. Aber ich sehe jetzt mehr Beispiele davon, wo das geteilt wird. Ja, ich glaube, das ist nicht nur die asiatische Mentalität. Das asiatische Problem, das haben wir überall. Dass die Menschen so viele Projekte haben oder Produkte, die die Menschen herstellen, Prototypen bis zu einem bestimmten Stadium. Or you just feel like you can't finish it and it never gets documented. So, that's also one of the issues we found. Und das ist auch eines der Probleme, die wir identifiziert haben, als wir 2019 uns getroffen haben.
und in Kenia, Nakuru, mit der globalen Innovationsworkshop uns eine Konferenz uns zusammen getroffen haben. Und wir haben das, was hier auf der nächsten Folie gezeigt wird, erfunden sozusagen, die Prinzipien von nachhaltigem Making, also nachhaltigem Schaffen, die nachhaltigen oder zielorientierten. Möchtest du darüber noch etwas sagen, Sag? Ja, der Prozess dahinter war sehr interessant. Die Energie, die wir in dem Raum hatten zu der Zeit, als wir darüber diskutiert haben, für mich zumindest, war es war schwierig, dran zu bleiben, weil die Herausforderung war, diese verschiedenen diversen Perspektiven, die zusammenkamen, zusammenzuführen. Und das alles gleichzeitig, weil die globale Zusammenkunft, gibt es eine sehr hohe Diversität und die Menschen, die daran arbeiten, in verschiedenen Makerspaces und Coworking Spaces oder in Startups oder in Hackerspaces, die sind sehr sozial engagiert und es tendiert, dass sie natürlich dann sich an das lokale Geschehen adaptieren. Und deswegen hatten sie dann jeder ein sehr spezielles Ansicht, eine spezielle Ansicht. Und das hat eine ganze Welt von neuen Möglichkeiten ermöglicht. Und alles kam in diesem Raum zusammen, nachdem wir diese initialen Scheuheit überwunden hatten, kam das alles zusammen und es war schon herausfordernd, das alles zusammenzuführen und zu verstehen. Und es war sehr unordentlich initial und jetzt ist es natürlich schön ordentlich und sauber aufgeschrieben, aber die Aspekte, die darin sind, ist eine Repräsentation von dieser Diversität in der internationalen Gruppe. Und das war alles genau kurz bevor der Pandemie. Und die Idee dieser globalen Perspektive, dass man sie mit durchbringt, dass sie uns hilft, uns durch Krisenzeiten durchzubringen, ist phänomenal. Ich könnte da jetzt noch stundenlang weiterreden, aber das ist, was ich gerade sagen wollte. Thank you. Ja, danke. Ich fühle auch, dass es phänomenal ist. Wir versuchen, das zu reproduzieren oder diese Art von Workshops und Teilnehmen online zu reproduzieren und auf großen digitalen Whiteboards zusammen zu schreiben. Aber ich bin sehr froh, dass wir das physisch zusammen bauen konnten. Also kamen wir mit diesen fünf Prinzipien haben wir erfunden. Mach Sachen, die Sinn ergeben. Teile dein wie du es machst. Baue für die Nachhaltigkeit. Binde das Ökosystem oder lokale Ökosystem Sachen ein. Dienste. Und integriere das lokale Wissen. Und basiert auf diesen Sachen, haben wir dann das Projekt gebaut, weil während ich 3 Monate weg war und keine E-Mails mehr angeschaut habe und ein bisschen Batterien aufgeladen habe, wurde das Projektteam hier Updates gemacht und das für unser Projekt auch angepasst, sodass wir jetzt lokal und verbunden sind. Wir haben einen sozialen Hintergrund in dem, was wir tun. Wir fügen kritische, reflexive Sachen hinzu. Wir wollen impactful sein, also einen Einfluss haben. Und wir wollen Spaß haben und aber auch etwas, einen Wert schaffen, etwas is always necessary. Das ist ein bisschen der Glitzer auf dem Ganzen, das ist immer wichtig. Von dieser Folie, was man hier sieht, ist das, mit dem wir jetzt arbeiten, in der kritischen Schaffens- und dem Critical Making Phase oder eine Gruppe. Und wir bauen auch ein Panel, eine Gruppe, woran wir jetzt arbeiten, werde ich euch jetzt in den nächsten Monaten werde ich euch jetzt zeigen. Hier auf der nächsten Folie sehen wir die kritische Schaffens-
Lehr-Mentorenprogramm, also Critical Making Mentorprogramm, das jetzt im Januar oder Februar beginnen werden. Und wir werden dort das ganze Jahr über das begleiten. Auf der nächsten Folie sehen wir, warum tun wir das. Wir haben eine Studie gemacht in unseren eigenen Bereichen. Und wieder wissen, haben wir gemerkt, dass die Offenheit, die in der globalen Innovations-Community, die wir bereits kannten, also es ist wieder sehr schön, dich wieder zu sehen, und dass die ökonomischen Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Makens eben auch sehr sehr interessant betrachtet werden in Ländern mit niedrigem Einkommen, aber eben sogar in Ländern mit höheren Einkommen gab es viele freiwilligen Projekte, die das in der Freizeit machen. Das heißt, wir möchten einen Weg finden, da weiter an dem zu arbeiten, was möglich ist, ohne wirtschaftlichen Hintergrund hinzuzufügen. Also wieder einmal wurde Inklusion als ein sehr wichtiges Thema, zum Beispiel Thema einzuschließen, die weniger technische Fähigkeiten haben oder das Making, das Schaffen besser zugänglich zu machen für Leute mit körperlichen Behinderungen. Und wir versuchen also diesen Wert, den wir von vorher haben, weiterzubringen. Das ist also einer von diesen Online-Whiteboards, die wir erstellt haben. Also als Beispiel, was wir tun möchten in diesem Projekt. Also wir haben Mentoring-Workshops hier über den ganzen Sommer. Und wir haben hoffentlich auch am Ende davon eine großartige Demo-Woche, eine Demonstration, Vorführwoche, wo wir auch Belohnungen rausgeben für Leute, die teilgenommen haben. Und wir sind immer noch in der letzten Phase des zusammen dieses Programm zu designen und den Aufruf für Einreichungen vorzubereiten. Also wir laden euch also ein, unseren Space mal anzuschauen und euch vielleicht für dieses Programm zu bewerben oder es eben auch mit anderen zu teilen, die daran interessiert sein könnten. Und nicht zuletzt möchte ich mit euch ein paar Tools, ein paar Werkzeuge und Ressourcen, Informationen, also Dinge, die wir vorbereiten in den nächsten 2 Monaten. Also was wir so praktisch bauen wollen, sind Werkzeugkästen für Forscher, aber auch für Maker. So Werkzeuge für offene Hardware zu lernen. Ich hoffe, ihr kennt das alle. Wenn nicht, schaut mal in dieses Open Hardware Maker Programm rein. Das ist eine großartige Quelle für um die Grundlagen von offener Hardware zu lernen. Wir haben das auch gesammelt, wie ihr auch im nächsten Bild seht, viele Quellen für dass man reinschauen kann. Und das ist bloß die erste Seite dieser langen Liste von Tools und Quellen. Und zumindest auch Dinge hinzufügen kann. Und das letzte bisschen, das ich mit euch teilen möchte, ist die Selbstreflexion, das Nachdenken über sich selbst, dieses Slider-Tool, wie wir es nennen, Schieberegler-Tool auf der Slider-Tool-Seite, wo wir auch in die verschiedenen Kategorien reinschauen, der verschiedenen Prinzipien, Grundlagen. Und wir nutzen dieses Werkzeug, sobald wir mit dem Mentorprogramm loslegen, dass Leute darüber nachdenken, wie sie selbst schaffen, was sie selbst zum Schaffen, zum Maken stehen. Und so ein bisschen wie ein Spiel. Und du hast also diese Idee erstellt, zusammen mit ein paar anderen Leuten in Singapur, um praktisch eine Nadel zu haben, die man drehen kann, also Flaschen drehen praktisch. Und einer nach dem nächsten kann dann die Frage beantworten. Und auf der nächsten Seite seht ihr, wie das erstellt wurde aus etwas chaotischen Folien.
Und so wie das über die Zeit sich weiterentwickelt hat. Und auf der nächsten Seite seht ihr ein paar Karten mit Anleitungen, die euch helfen sollten, darüber nachzudenken, was ihr euch selbst fragen sollt, was eure nächsten Pläne sind oder wie ihr darüber nachdenkt, selbsterhaltend zu sein. Und durchzuhalten. Und letztendlich wird man dann so eine Art Kartenspiel haben, mit dem man da arbeiten kann. Und wir werden also einen Workshop darüber haben, wo wir mit anderen Leuten im Makerspace genau über dieses Thema unterhalten werden. Und dann auf der letzten Seite seht ihr, wie man dem Projekt folgen kann und wie man zu dem Projekt beitragen kann, wie man zu der Maker-Community, der Fertigungs-Community beitragen kann. Und wir werden auch bald den Aufruf auf diesen Plattformen für unser Programm jetzt für das Programm des nächsten Jahres bald starten. Morgen, wenn alles gut geht. Und wenn ihr also diesen Vortrag anschaut, ist es vielleicht sogar schon da. Also Karl kann jetzt kommen. Hallo. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben ein paar Minuten für eine Frage- und Antwort-Session. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr Fragen stellen könnt über diesen Vortrag mit Twitter und Mastodon, mit dem Hashtag RC3Xhain. Und ihr könnt auch Fragen im IRC stellen auf Hackint in dem Kanal RC3-Xhain. Und wir haben bereits ein paar Fragen und viele sind darüber, wo sie mehr Informationen finden. Also ihr habt also die Webseite gesagt, ist das alles? Kann man alles, was ihr berichtet habt, da finden? Ja, nicht alles ist schon publiziert. Viele der Sachen sind natürlich noch in Arbeit. Und wenn jemand sehr es kaum erwarten kann, teilzuhaben, können wir natürlich unsere internen Arbeitspakete auch teilen mit Menschen. Aber wir arbeiten die ganze Zeit oder publizieren die ganze Zeit weiter auf unserer Webseite. Wo man Sachen finden kann. Also, Leute möchten also auf Twitter folgen und auf ihrer Webseite schauen und direkt euch kontaktieren. Und die nächste Frage, die ich habe, ist, was ist Frugeltech jetzt genau? Möchtest du antworten, Saad? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, es kommt darauf an, wie man fragt. Es wird dann wahrscheinlich als neues Buzzword oder Hashtag definiert, gerade im Venture Capitalist oder den kapitalistischen Investitionsbereichen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine disruptive, eine störende, eine neue Ansichtssache, eine Ansichtsweise. Und wenn man sich den Tech, das Business anschaut, dann gibt es Geräte, die verfügbar sind, die oft teuer sind wegen Angebot und Nachfrage und man hat eine relativ kleinen Markt und die Produktion eines spezialisierten Gerätes ist teuer. Also sind Produkte in dem Assistive Tech Market sind oft teuer, aber eigentlich ist es vielleicht nur ein Knopf, den man drückt. Und die im Gesundheitssektor Geräte würden in der Herstellung halt vielleicht wenig kosten, $5 oder so. Und es macht einfach keinen Sinn. Aber das ist, was man gerade auf dem Markt findet. Und die Frage zu beantworten, Frugal Tech oder Frugal Innovation, ist außerhalb der normativen, etablierten Routinen zu denken, um einen Endpreis zu nehmen oder eine Perspektive von dem Nutzer oder der Nutzerin und von dort an zurückgehen, um einen Weg zu finden, wie man das Ganze reduzieren kann oder günstiger herstellen. In einem Makerspace passiert das tagtäglich. Man arbeitet mit Dingen, die man nicht genau versteht. Also anstatt etwas zu bauen, was sehr teuer wird, macht man erstmal etwas, das sehr, sehr günstig ist, damit, wenn man es kaputt macht, das okay ist, wenn man ein neues benutzt. Und wenn du von diesem
diesem Mindset kommst, dann übersetzt du das oder trägst du das auch auf den Gesundheitstech-Sektor. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, was Menschen Frugal Tech oder frugale Innovation nennen. Ja, die kurze Antwort wäre wahrscheinlich, es ist günstige Produktion, weil es das Einfachste ist, was ich mehr erfinden kann, um es zu lösen. Vielleicht ein bisschen spannendere Antwort. Okay, vielen Dank für die großartige Erklärung. Die nächste Frage ist, wie kann diese Bewegung Leute einschließen, die nicht jetzt an der Politik nicht so interessiert sind, sondern einfach nur cooles Zeug bauen wollen? Warum machst du das? Ja, es ist sehr einfach natürlich, weil politische Szene ist nicht besonders spannend. Und ich mir ist Politik eigentlich ziemlich egal. Also sei es auf dem Regierungsniveau oder mit irgendwelchen Firmen. Ich habe da einfach kein Hirn für. Deswegen fokussiere ich auch darauf, Dinge zu tun. Das gefällt mir. Und ich habe bemerkt, dass mit physischen Dingen ist es einfacher, darüber zu sprechen, weil es die Gedanken kristallisiert und materialisiert. Wenn man auf eine Post-it-Sache draufschreibt, auf einen Zettel, auf einen Card, auf eine Karte oder auf Kabelbänder, es sind physische Dinge. Und du hast schon einen Prototypen, einen Prototypen, der dir dabei hilft, deine Gedanken zu strukturieren und die Lösung zu kommunizieren. Deswegen ist für mich, dass Gedanken immer lösungsorientierter werden, anstatt Prozess oder Herstellungsprinzipien oder Designprinzipien sind. Deswegen ist es für mich, funktioniert natürlich nicht immer, aber ich mag es, etwas Physisches, etwas Anfassbares zu haben, um die Lösung sozusagen greifbar zu machen. Ja. Und zusätzlich, es gibt immer die verschiedenen Levels, die verschiedenen Bereiche der Politik. Vielleicht globale oder nationale Politik vielleicht nicht egal, ist vielleicht egal, aber du möchtest in der Community, in deiner eigenen dann Kiez oder so machen, wenn du Sensoren für Luftqualität dir anschaust oder das öffentliche WLAN-Netzwerk anbieten. All diese Sachen sind sehr politisch in einer Art und Weise, aber auch gleichzeitig nicht politisch, je nachdem, wie man es halt ansieht. Ich glaube, das sind immer Bereiche, wo jeder mitmachen kann und jede mitmachen kann, sei es die Großmutter oder eine ganze Schulklasse. Am Ende ist es nicht so relevant. Okay, sehr interessante Antwort. Ich glaube, die Zeit für Frage- und Antwort-Session jetzt vorbei ist. Also vielen Dank euch beiden nochmal für diesen sehr interessanten Vortrag hier auf der Lichtungsstage X-Hein. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und unser nächster Talk wird stattfinden in etwas mehr als einer Stunde um 4 Uhr. Es ist der Chaos Radio 2044 Reverse Engineering Kochen, Nähen, Breakpoints. Ich hoffe, wir sehen euch alle dann wieder dann und eine letzte Sache, ein letztes Werbung. Bitte geht in die Open Hardware Happy Hour und auf dem letzten Tag geht auch das zu den Prototype Hardware Ankündigungen, Announcements und verpasst das bitte nicht. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.